In dieser Ratgeber-Sendung wollen wir uns einem Bedürfnis unserer Zuschauer widmen. Und zwar haben uns sehr, sehr viele geschrieben, ja, jetzt ist doch die Herbstzeit. Jetzt wollen wir auch mal entsprechend für Sicherheit sorgen, denn hier und da nehmen die Einbruchszahlen zu. Sie haben mit Sicherheit auch schon in Ihrem Bekanntenkreis von Einbrüchen gehört. Ich hoffe sehr, dass Sie noch nie von einem betroffen gewesen sind. Und um da so ein bisschen für Sicherheit zu sorgen oder zumindest Ihr Bedürfnis nach Sicherheit zu befriedigen, haben wir hier IP-Kameras für Sie in dieser Sendung mitgebracht, sowohl für drinnen als auch für draußen, sodass Sie jederzeit unterwegs gucken können, was passiert denn gerade da, wo ich gerade in diesem Moment nicht bin. Und das ist was, was unsere Zuschauer sehr, sehr schätzen, dass wir hier entsprechend günstige Technik auch wieder, aber sehr gute Technik am Start haben. Ja, faszinierende Technik, wirklich. Ja. Ich bin immer noch begeistert, was sich da in den letzten Jahren getan hat an Überwachungstechnik. Aber ich bin auch erschrocken. Ich habe diese Woche einen Artikel gelesen im Internet, und zwar über den Ort, in dem ich wohne, das ist ein Ortsteil von Dassel, Zeugen gesucht. Und da hat die Polizei einen Einbruch aufgemacht, und zwar von einem Gartenhaus. Und da wurden Geräte für mehrere tausend Euro abtransportiert. Oh. Keine Zeugen. Der Kunde bleibt oder der Geschädigte bleibt in dem Fall auf seinem Schaden sitzen. Und ich glaube, die Aufklärungsquote ist da auch nicht so hoch. Und deshalb ist das Sicherheitsbedürfnis nicht nur bei mir zu Hause, wahrscheinlich auch bei Ihnen enorm gestiegen. Und wir haben wirklich tolle Kameras, aber diese erste Kamera, die ich hier habe, die ist was ganz Besonderes. Und das ist auch etwas, was andere Kameras nicht leisten können. Also all unsere Kameras sind normalerweise WLAN-fähig. Ja? Das heißt, du kannst, sobald sie im WLAN eingebunden sind, von überall auf die Kamera zugreifen. Was ist jetzt aber, wenn ich die irgendwo anbringen will, wie jetzt zum Beispiel Gartengeräteschuppen, Lagerraum oder Schrebergarten, wo ich gar kein WLAN habe? Dann verpufft diese Option, ja, und es ist oftmals gar nicht einzurichten. Und deshalb arbeitet diese Kamera übers Handynetz. Man legt da eine Nano-SIM-Karte ein, die bekommt man bei jedem Discounter heutzutage für ein paar Euro. Und jetzt brauche ich kein WLAN. Und jetzt könnte ich auch im Schrebergarten, wo es unter Umständen nicht mal Strom gibt, arbeiten. Denn hier haben wir einen Akku drin, einen Hochleistungsakku, der bis zu 8 Monate hält mit Bewegungssensor. Und das heißt, ganz einfach angebracht, das ist der Ständer. Mit dem kann ich den Winkel, was ich machen will, eben ausjustieren. Und wenn jetzt Bewegung dort ist, wo keine sein sollte, wird das erstmal auf der Kamera festgehalten. Wir sehen hier hinten ein Einschubfach für eine Micro-SD-Karte. Die darf bis 128 GB groß sein. Und egal, ob Tag oder Nacht, in Full-HD-Qualität. Ich erschrecke immer, wenn ich mal wieder Überwachungskameras oder Bilder sehe. Hm. Ich weiß nicht, jeder von uns hat schon mal Fahndungsfotos, Bankraub oder Einbruch gesehen. Und dann denkst du, man kann mit ganz viel Fantasie erkennen, dass es ein Mensch ist. Hm. Ja? Aber sonst erkennt man nichts. Dann denke ich, die könnten auch mal umrüsten auf Full-HD-Technologie. Und das gibt mir jetzt eine ganz neue Freiheit. Also wenn Sie irgendwo die anbringen, innen oder außen, wo Sie WLAN haben, würde ich Ihnen die anderen beiden, die wir jetzt gleich haben, empfehlen. Aber wenn Sie jetzt sagen, Mensch, das ist so weit weg vom Haus, da habe ich ganz wackeligen WLAN-Empfang. Oder wenn Sie es wirklich im Schrebergarten oder vielleicht Unterstellplatz vom Wohnwagen oder im Wohnwagen, im Boot montieren wollen, die jetzt ja dann ins Winterquartier gehen, dann ist diese Kamera Gold wert. Einmal im halben Jahr mal den Akku wieder laden und dann vielleicht mal draufschauen. Über Ihr Handy können Sie das machen. Was ist passiert? Im besten Fall gar nichts. Ja, die löst ja nur aus, wenn Bewegung kommt. Aber im schlechtesten Fall, wenn es ihm geht wie dem Herrn bei mir aus dem Ort, dann sehen Sie eben die Täter. Und das Wichtige ist ja, dass wir dann, wenn wir die Täter überführen können, aufgrund von solchen Aufnahmen, dass wir dann auch anderen Schaden vermeiden können. Ich gebe immer noch den Tipp, egal wo Sie Kameras installieren, machen Sie es nicht heimlich, tun Sie es kund mit einem Schild. Dieses Objekt wird videoüberwacht. Und das hilft oftmals schon präventiv, weil dumm sind die Einbrecher, in den meisten Fällen ja auch nicht gerade. Ja, und die sagen dann, oh, dann hole ich mir lieber was ohne Videoüberwachung. Also das wird schon viele abschrecken. Mhm. Aber wenn dann wirklich mal einer dumm genug ist oder denkt, das ist ja nur ein Fake, der hat doch keine Kamera, dann kommt die ins Spiel. Und eben das Geniale übers Handynetz. Ja, weil du dann eben direkt reagieren kannst. Ne? Also nicht im Nachhinein, wenn sie dann irgendwann wieder in das Gartenhäuschen zum Beispiel gehen und sie sehen, um Gottes Willen, ich bin ausgeraubt worden. Nicht erst Stunden oder Tage später können sie
reagieren, sondern direkt, weil sie eben das Bild auf ihrem Handy haben. Und das ist, was an dieser Technik, die heutzutage möglich ist, was so viele schätzen. Einfach mal eben so das Handy zücken. Ne? Manchmal ist es ja auch nur so ein Gefühl irgendwie, was einen dazu treibt. Ach, ich möchte jetzt einfach mal gerne wissen, was da gerade los ist zu Hause oder im Gartenhäuschen. Da rumpelt es zum Beispiel. Ne? Und dann können sie direkt auf dem Handy schauen, wie sieht es denn eigentlich aus. Und das jetzt auch unabhängig vom WLAN machen zu können, das gibt ja noch ganz viele andere Optionen, an die ich bisher nicht gedacht hätte. Ja, genau. Und natürlich muss man jetzt nicht permanent sein Handy in Laden haben und gucken. Man kann es so einstellen, dass wenn der Bewegungssensor auslöst, dass eine Push-Nachricht kommt und dann kann man auf die Bilder zugreifen. Oder wenn man einfach mal Interesse hat, ist alles in Ordnung oder vielleicht war ein Sturm über Nacht oder ein starkes Gewitter, ist da noch alles in Ordnung im Geräteschuppen, im Schrebergarten, auf dem Boot oder im Wohnwagen, ganz egal. Dann ist das hier möglich. Wohnwegen übrigens, habe ich schon mehrfach gehört, auch im Bekanntenkreis, dass über den Winter Leute in deinen Wohnwagen einziehen. Wenn der ein bisschen abgelegen, abgestellt ist im Winterquartier, ja, dann hat man ein Dach über dem Kopf. Und dann kommt der Besitzer eben mal im Frühjahr, dann wieder sagt, komm, ich mach den mal fertig, dass wir dann im Mai auf Tour gehen können und sieht, da hat jemand gewohnt. Und meistens nicht so ganz sauber, nicht pingelig, sondern das sieht man. Und dann ist natürlich der Ärger groß. Mit so einer Kamera kann ich genau solche Sachen, Diebstähle, fremde Nutzung, alles ausschließen bzw. rechtzeitig reagieren und das übers Handynetz, ganz wichtig. Hier ist kein WLAN notwendig, sondern Handynetz, also eine SIM-Karte brauchen wir, das ist klar, aber die gibt es für ein paar Euro in jedem Discounter. Also das ist wirklich perfekt, um zum Beispiel Wohnwagen, Gartenhäuschen oder Schrebergartenhäuschen zum Beispiel auch im Blick zu behalten. Und hier geht es nicht nur um Überwachung, wo Sie die Aufnahmen im Nachhinein sichten können, sondern wirklich jederzeit einfach einen Blick auf sein Hab und Gut haben zu können. Wunderbar. Sie bestellen mit der Artikelnummer ZX5443 und der 569 Nigelnagel neu bei uns hier bei Pearl TV. Also da müssen Sie auf jeden Fall schnell sein und da auch mit dabei sein, wenn Sie die Kamera zu Hause haben wollen. Wir haben aber noch eine Alternative, wenn Sie sagen, ach ja, WLAN habe ich. Ich möchte jetzt gerne meine Wohnung oder mein Haus einfach auch von unterwegs aus im Blick behalten. Dann wäre die nächste Kamera die Empfehlung, oder? Genau, Wohnung und später dann Haus, weil Wohnung ist Indoor. Und jetzt haben wir hier eine reine Indoor-Kamera, die man ganz einfach aufstellen kann. Die braucht jetzt Direktstrom, Anschlusskabel ist dabei, Netzteil rein und schon ist es scharf. Verbunden mit der kostenlosen App Elesion haben wir hier auch wieder diese gigantischen Möglichkeiten, nicht nur das sichere Gefühl, dass alles, was in diesem Raum passiert, aufgenommen wird, sondern auch das sichere Gefühl, dass wir keinen toten Winkel haben mit der Aufnahmefunktion, weil wir sehen hier, die Kamera reagiert, sogenanntes Objekt-Tracking. Wenn jemand den Raum betritt, verfolgt sie ihn. Du kannst aber eben auch jederzeit einfach mal zur Kontrolle auf die Kamera zugreifen. Die ist übrigens auch sehr, sehr beliebt, das haben uns viele Zuschauer geschrieben, als Babyfon. Also Babyfon ist ja normalerweise nur im Prinzip ein Walkie-Talkie, ja, wo du einfach nur Geräusche hörst. Hier siehst du Bewegung und hörst Geräusche und kannst entsprechend dann reagieren. Also einmal Überwachung, vielleicht auch, wenn sie, wir haben so eine Technologie übrigens zu Hause für unseren Hund, unser Hundewelpen. Der wird jetzt gerade gewöhnt, auch mal ein, zwei Stunden allein zu bleiben, um zu sehen, was er da alles treibt. Ja. Diese Kamera installiert, aber das ist ja auch nichts anderes als ein Baby, so ein kleines Hündchen, obwohl mittlerweile ist er ein Kalb, das muss ich dazu sagen. Aber es funktioniert. Du kannst eben schauen und kannst dann auch Gegensprechanlage sogar mit dem Objekt, in dem Fall bei uns mit dem Hund, sprechen, der dann ein bisschen verwundert ist, wo die Stimmen näher kommen. Aber du siehst, vielfältige Anwendung. Also Welpen, Tiere überwachen, einfach mal schauen, was zu Hause ist. Sicherheit, ganz, ganz klar, vielleicht auch Büroräume. Das könnte auch im Fahrradkeller installiert werden. Also überall, wo du WLAN hast, um deine teuren Schätze hier zu sichern. Weil guck mal, so ein E-Bike, das kostet natürlich auch mehrere tausend Euro mittlerweile. Oder dann natürlich auch, wenn Sie Kleinkinder haben oder wenn die Enkel zu Besuch sind im Kinderzimmer, als ganz einfach als Babyfon benutzen, weil natürlich ist hier auch Infrarot-Nachtsicht. Und wenn Sie dann noch sagen, oh, jetzt will ich aber, ich bin zu Hause, jetzt will ich nicht, dass die Kamera aktiv ist, brauchen Sie auch keine Angst zu haben. Es gibt über die App einen sogenannten Privatmodus. Und sobald Sie den drücken, klappt die Kamera zusammen, ist blind und ist erst wieder aktiv, wenn Sie
die sagen, jetzt geh mal wieder in Aktion, sei mal wieder aktiv. Also auch das wirklich toll. Man kann auch mehrere Kameras hier miteinander koppeln, also wenn du mehrere Räume überwachen willst. Und durch das Pan-Tilt hast du eben nicht nur ein Weitwinkelobjektiv, was ja normalerweise 110 Grad abdeckt, sondern du hast die Möglichkeit, wirklich den ganzen Raum abzudecken, von oben bis unten, von links nach rechts durch diese Pan-Tilt-Funktion. Man kann dann auch mal routinemäßig übers Handy, ich werde Ihnen das nachher auch mal zeigen, mal durch den Raum fahren, ja, und kann mal schauen, ist links alles in Ordnung, ist rechts alles in Ordnung, ist das Fenster geschlossen und. Aber wenn jetzt jemand den Raum betritt, wird er von der Kamera nicht aus den Augen gelassen. Ja, also das ist wunderbar, dass ich hier jederzeit einen Blick auch drauf haben kann, ob ich zum Beispiel mein Fenster geschlossen habe. Das kennt doch wirklich jeder, oder? Das hattest du doch bestimmt auch schon mal gehabt, Diana, man geht raus und denkt sich so, huch, habe ich jetzt wirklich die Tür richtig zugezogen? Habe ich das Fenster, das Badezimmerfenster auch wirklich zugemacht? Das ist wirklich, oder zum Beispiel, wenn, ich glaube, jetzt Winter, viele gehen im Urlaub, ja, und dann du legst auf den Strand und denkst, ah, etwas ist gut bei mir und mein Hund ist gut oder mein Garten, das ist wirklich genial. Und Babyphone, ehrlich zu sein, meine Schwester hat für 200 gekauft und hier, wenn ich sehe diesen Preis, ich bin wirklich begeistert. Das ist wie beim Thema Hochzeiten, glaube ich. Ne? Überall, wo Hochzeit draufsteht, ist es immer teurer. Wenn Baby draufsteht, ist es immer teurer. Aber nicht bei uns hier. Nein. Und das, was Diana gesagt hat, aber auch ganz wichtig mit dem Urlaub. Ja? Jetzt muss man natürlich nicht permanent ein Handy in der Hand haben und schauen, ist zu Hause alles in Ordnung, sondern Sie können es auch so machen, dass Sie eine Push-Nachricht bekommen, wenn Sie das möchten. Also wenn normal niemand da sein sollte, dann macht das Sinn. Und wenn Sie eben ein mulmiges Gefühl haben, dann nehmen Sie am Pool, da ist ja meistens WLAN heutzutage in den Touristenburgen, in den ganzen Hotels, nehmen Sie Ihr Handy und sagen, ich schau mal, was zu Hause los ist. Im besten Fall schaust du noch aufs Fenster, das geschlossen ist, aber du siehst, wie draußen ein Sturm weht, es eiseskalt ist und es regnet und du liegst bei 30 Grad am Pool und sagst, alles richtig gemacht, Handy weglegen, Cocktail wieder in die Hand und die Welt ist in Ordnung. Oh, das hat man ja auch häufig, ne? Wenn du hörst, es gab einen Sturm in Deutschland, du bist aber unterwegs, dann weißt du auch nicht unbedingt, was ist denn jetzt wirklich bei mir durch den Garten geflogen, ist alles heile, muss ich jemanden vorbeischicken. Sie haben hier immer alles im Blick in der Wohnung mit dieser WLAN-IP-Kamera, egal wo Sie sind auf der Welt und da Empfang haben, können Sie dann ganz einfach nachsehen und Ihr Gefühl beruhigen. Nur 44,64 €, das ist deutlich günstiger, als Diana es eben gerade von einem Babyphone berichtet hat. Und das ist doch das Sicherheitsgefühl auf jeden Fall wert, ne? Wenn ich weiß, ich habe da jederzeit einen Blick drauf. Wenn es auch nur kurz ist, dass ich unterwegs bin, ich weiß, meine Wohnung ist nicht unbeobachtet und ich kann jederzeit hier mein Gewissen beruhigen. Die Bestellnummer gebe ich Ihnen auch hier nochmal durch, damit Sie diesen TV-Sonderpreis auch absahen können. Die ZX5378 und die 569 ist es und wir sind ja hier in der Ratgebersendung. Das heißt, wir widmen uns vielen Fragen, nicht nur, wie kann ich mein Wohnmobil schützen vor Einbrüchen, wie kann ich in meiner Wohnung mal so ein bisschen im Überblick behalten, auch von unterwegs aus, sondern wie kann ich auch mein Haus von draußen, meinen Garten im Kompletten im Blick behalten. Das geht jetzt mit unserer nächsten Kamera, denn die ist Outdoor geeignet. Richtig, und das ist wirklich prädestiniert für außen, um eben Ihr Grundstück, egal ob es vor dem Haus oder hinter dem Haus ist, zu schützen und abzudecken. Und ich habe Ihnen vorhin versprochen, ich zeige Ihnen das mal mit dem Handy. Und das haben wir jetzt hier. Ich werde Ihnen das auch gleich konkret zeigen, aber schauen wir erst auf die Kamera. Du siehst oben ein Solarpanel. Das heißt, diese Kamera ist absoluter Selbstversorger. Ja? Das heißt, du brauchst nirgendwo einen Stromanschluss und hier hast du die Möglichkeit, eben autark zu arbeiten. Sollte im WLAN-Bereich aufgehängt werden, dort wo Sie noch WLAN haben, und dann haben Sie alle Möglichkeiten. Full-HD-Aufnahmen bei Tag und bei Nacht sogar Sichtweite bis zu 30 Meter und eben diese IP-Option, also dass ich es mit meinem Handy verbinden kann. Hier sehen wir übrigens immer den Akkustand und guck mal, selbst unser künstliches Licht sorgt dafür, dass wir das jetzt aufladen. Jetzt machen wir das mal groß und das sehen Sie, das können Sie bei jedem System machen. Und jetzt können Sie mal, ist ein unspektakuläres Bild, ich gebe es zu, ist einfach unser Studio. Ist doch super spannend hier behind the scenes. Guck mal, machen wir es mal ein bisschen spannender, schauen wir mal, wer an der Kamera steht. Da steht Chiara, wink doch mal, nicht so schüchtern. Hallo Chiara,
Sie ist schüchtern. Sie bleibt, da. Und guck mal, wie, habe ich dir vorhin von den Aufnahmen erzählt, die du als in den Nachrichten siehst? Ja. Gestochen scharf. Sie könnte uns nicht mehr entkommen. Aber das ist jetzt natürlich ein kleiner Scherz. Ich mache es mal wieder klein. Aber ich habe vorhin gesagt, ich zeige Ihnen, wie ich jetzt auch mal eine Patrouille gehen kann. Und das kann man hier ganz einfach, indem man weiter scrollt. Sehen Sie das? Gucken Sie mal. Und das ist jetzt keine 360-Grad-Kamera, sondern die Kamera bewegt sich dementsprechend. Und jetzt gehen wir wieder zurück. Und du siehst, das ist ganz einfach. Und die Kamera macht das auch alleine. Auch hier haben wir ein sogenanntes Objekt-Tracking. Sie haben das jetzt gerade wieder gesehen. Wir gehen wieder zurück. Also wenn jetzt jemand in den Dunstkreis, in den Einzugsbereich der Kamera kommt, dann lässt die Kamera den auch nicht mehr los. Ja. Die verfolgt den. Hm. Das heißt, es bleibt alles, es bleibt nichts ungesehen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Viele fragen mich, wo finde ich den richtigen Platz für so eine Kamera? Wo habe ich noch WLAN? Da gibt es eigentlich ein ganz einfaches Mittel. Laufen Sie mit Ihrem Handy dorthin, wo Sie die Kamera anbringen wollen. Und wenn Sie dort noch WLAN haben, man sieht das ja deutlich, dann reicht es. Wenn nicht, sollten Sie vielleicht ein Outdoor Repeater noch holen, also ein WLAN-Verstärker. Aber ansonsten ist die Installation unglaublich einfach. Einmal vor, das ist noch ein kleiner Tipp, vor der Installation einmal komplett vollladen an der Steckdose. Das ist auch eine ganz schnelle Sache. Und dann haben Sie Sicherheit. Übrigens, Sicherheit gehört auch ein Scheinwerfer dazu, den Sie jetzt einschalten können. Also wenn Sie jetzt mal jemand auch aus dem Urlaubsort entdecken würden, können Sie den ansprechen, Sie können ihn ins Licht setzen und Sie können sogar eine Sirene aktivieren. Und spätestens in dem Moment, wo noch die Sirene dazukommt, wird selbst der dümmste Einbrecher das Weite suchen. Also Verhinderung. Auch hier wieder bei allen Kameras mein Tipp, ich habe das auch gemacht, Schild an Eingangsbereich, dieses Objekt wird videoüberwacht Also präventiv, das schreckt schon die meisten ab. Diese Kamera sieht man auch, ist in dem Fall auch ganz wichtig, weil die sind ja auch nicht doof, wenn da schon ein Schild steht, dann gucken sie erst mal, gibt es da überhaupt Kameras? Und dann sehen sie die Kameras. Und glauben Sie mir, wenn bei Ihnen in der Straße 10 Häuser sind, und ich sage jetzt mal, die Hälfte hat Kameras, was meinen Sie, welche Hälfte der Häuser gefährdet ist, dass dort eingebrochen wird? Ja, natürlich die ohne, ne? Richtig. Ja, und deshalb, das klar. Kann man wirklich vermeiden. Ja. Bei uns ist das ganze Grundstück, also wir haben mehrere Kameras ums Grundstück, und du weißt, es ist ein großes Grundstück, und alles im direkten Umfeld vom Haus ist videoüberwacht. Und eben das geht ganz einfach. Und Sie sehen, ich steuere das gerade mal ein bisschen, gehen wir noch ein bisschen nach oben oder nach unten. Ich kann mir also wirklich alles anschauen. Und Sie sehen das Rot-Blau auch. Das sagt jetzt Bewegung. Das ist im Prinzip der Bewegungssensor, der reagiert. Aber der reagiert jetzt in dem Fall wegen meiner Bewegung. Dadurch, dass ich die Kamera manuell bediene jetzt gerade, bewegt sich die Kamera natürlich. Normalerweise lässt du die auf den Eingangspunkt praktisch. Und dann reagiert sie und verfolgt Personen. Also super genial, was Sie hier für den TV-Sonderpreis bekommen, oder? Ich meine, wir sind weit weg von noch 100 Euro, nur 72,19 €. Nicht nur für eine Überwachungskamera, die statisch ist, sondern Sie haben gehört, wie viele Funktionen Sie hier noch haben, von denen Sie profitieren können. Also da heißt es auch wieder direkt zum Hörer greifen. Ganz einfach ist sie installiert und dann haben Sie was für Ihr Gefühl getan. Die ZX5127 und die 569 ist die Bestellnummer. Und wenn Sie die Aufnahmen auch speichern lassen möchten, na, dann empfiehlt es sich natürlich auch, entsprechende Speicherkarte einzuführen. Die haben wir für Sie auch direkt in diese Sendung mit reingepackt. Dann haben Sie hier die auch schon wieder direkt im Warenkorb mit drin. Genau, und zwar für alle drei Kameras, die wir Ihnen vorgestellt haben. Das ist ein Markenprodukt mit 128 GB. In dem Fall brauchen wir Micro-SD-Karten bei allen drei Kameras. Aber da ist natürlich auch ein SD-Kartenadapter dafür, dass man das auch bei Geräten verwenden kann, die SD-Karten brauchen. Oder um eben die Karten auszulesen, weil Laptops, wenn sie Lesegeräte integriert haben, dann meistens SD-Karten-Lesegeräte. Richtig. Und ohne Adapter kannst du es dann nicht auslesen. Deshalb immer ein Adapter dabei. Aber egal für welche Kamera Sie sich jetzt entschieden haben, Indoor, Outdoor, diese Karte ist die passende und da würde ich Ihnen bei diesem Preis-Leistungs-Verhältnis einfach raten, die gleich mitzubestellen. Auf jeden Fall und egal ob eins oder zwei, egal wie viele Kameras Sie hier bestellen, am besten direkt die Speicherkarte dazu und vielleicht noch mal ein, zwei oben drauf, weil brauchen tut man sie immer. Ne? Und da haben wir ordentlich Speicherplatz. Die Bestellnummer ist die ZX2798 und die 569. Ja, und dann können wir auch mit einem guten Gefühl in die dunkle Jahreszeit gehen. Sie wissen es, ne, die Sonne, man spürt es jetzt, geht früher unter, wenn es dunkel ist, ja, dann fühlen sich viele Einbrecher geschützt, dann auch entsprechend
Undinge zu tun, in ihrem Hab und Gut rumzuwühlen, das wollen wir natürlich vermeiden. Und mit dieser Kameratechnik sind sie wunderbar und technisch bestens ausgestattet. Also da direkt zum Hörer greifen und dann können sie sich wieder entspannt zurücklehnen.